Hallo und herzlich willkommen an den Monitoren da draußen. Ich bin Max Snake und ich prügel mich durch Rocket Birds Hardboiled Chicken. Beim letzten Mal angekommen im 5. Kapitel mit Brain Bugs. Greetings. Ja, ja, das wissen wir ja alles schon, oder? Ja, 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 ja. Hallo, Bart. Lass mich raten, du bist vom Widerstand, du willst mich befreien. Ja, ach Mensch, wie komme ich denn darauf? Ich glaube sogar, du hast Brain Bugs. Ja, das ist schön. Ich soll dir folgen? Okay, sag ich ja. Juten! Es gibt Brain Bugs. Yay. Ja, 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 ja. Und wie wir gerade schon gesehen haben, können wir die Brain Bugs hier hinten benutzen. Bei dem bekloppten Onkel, der da hoffentlich gleich rauskommt. Ja. Ha. Tata. Brain Bug in the Brain drin. So, ich habe Kontrolle über den Albatros-ähnlichen Albatros-Haus. Muss ich nur rausfinden. Bla bla bla. Tatsache. Nichts an den grünen Umwaberungen über meinem Kopf. Ist es dir aufgefallen? Ja. Schub, 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 schub. So, wollen wir mal schauen, was so ein Albatros kann. Und ob es gut ist, Knöpfe zu drücken? Man weiß ja nie. Man sagt ja immer, drück nicht den roten Knopf. Blödsinn. Immer auf rote Knöpfe drücken. Was passiert, wenn ich hier weiterlaufe? Kann ich da weiterlaufen? Ich kann da weiterlaufen. Das kann ich nicht nehmen, nein. Das wird wahrscheinlich mein Superhuhn nachher nehmen müssen. Ja, komm schon. Geh da rüber. Nimm das. Welche Richtung? Die Richtung. Na. Nein. Schwupps vor. Jetzt. Ups. Spring hoch, du kleines Ding. So, hier rüber würde ich mal behaupten. Und da ist die Treppe. Interessiert uns nicht. Nein, interessiert uns nicht. Interessiert mich nicht. Hier ist Knopf. Dann drücken wir jetzt drauf. Nächste Tür aufgemacht. Puh, also hier runter. Ich könnte jetzt natürlich das Hühnchen einfach freilassen. Ich kann auch einfach erstmal gucken, wie der Weg so aussieht. Damit es nachher fürs Hühnchen nicht so schwer ist. Ne, runter? Das ist doch scheiße. Zellblock F und Storage. Ich habe ja so eine Vermutung. High Risk Detention. Blaue Karte habe ich nicht. Kriege ich aber als Pinguin auch nicht. Oder Albatros. Whatever. Komm, einen nach oben noch. Ja, der drüben ist out of order, echt? Schade. Naja. Dann wird jetzt the hard-boiled rocket chicken freigelassen. Klick. Hard-boiled Penguin. Ja. Nee.
Das nenne ich mal effektiv selbst ausgenockt. The way upstairs to the torture chamber. My brother will be waiting there. Ja, das ist doch aber der Aufzug, den ich fungisioniert hat. Ja, super. Du bist keine allzu große Hilfe. Ich habe immer noch keine blaue Karte. Ergo wird mir das hier alles nicht so allzu viel bringen. Erklär mir doch mal einer, wie ich an diese Karten rankommen soll. Ach bitte, jetzt muss ich die blöde Kiste auch noch hier hochholen. Kann ich auch irgendwie runter wählen? Nee, kann ich nicht. Er fährt nur immer rauf oder runter, je nachdem. Na, dann drehen wir halt wieder extra. Und ist ja nicht so schlimm. Nicht so, als hätten wir nicht noch was anderes vor, wie zum Beispiel in die Folterkammer kommen. Ich würde ihn gerne in die andere Richtung bewegen und muss ihn hier umdrehen. So, los geht's! Merkwürdiges vor mich hingemummelt, werdet ihr richtig deuten, denke ich mal. Im Sinne von, er murmelt vor sich hin. Rote Schlüsselkarte. Ach. Zurück. Dann packe ich meine Kiste und fahre wieder runter. So. Dann packe ich, packe ich meine Kiste. Halt, so weit. Packe ich meine Kiste. Der Knopf wartet schon gedrückt für mich. Ops und ops zum Storage Room. Kann ich da als super Küken wie ich rüberhopsen. Das hätte doch mal Charme. Yay, Ponk. Die Antwort ist ganz klar, nein. Au, 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 au. Das war nicht gut. Da hat es mich das erste Mal zerlegt, tatsächlich. Das gibt's ja nicht. Also. Nochmal. Runter. Lalala. Kiste nehmen. Rauf. Kiste nehmen. Rüberschieben. Drauf hopsen. Und hier hin hopsen. Dahin hopsen. Au. Hör auf. Los. Roll dich weg. Sehr gut. Hier rüber hopsen. Schalala. Ich denke, jetzt werde ich einfach mal direkt die Kiste ein bisschen verschieben. Damit ich nicht wieder dem Typen vor die Schrotflinte renne. Solange ich nämlich kein Gewehr habe, ist das ja alles ein bisschen, sagen wir mal, ätzend. So. Jetzt für die Gehirnakrobaten. Wo war rot? Und warum schlägt hier eigentlich niemand Alarm? Ich meine, ist das hier nicht so, dass die Gefangenen eigentlich in ihren Zellen bleiben sollten? Nein, nicht. Mir ist es völlig wurscht. Solange ich hier laufen kann, ist alles supi. Ne, so weit. Oh.
ich und meine Kiste. Schwupp, 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 haben wir uns verdrückt. Haha. Keiner hat's gesehen. So. War jetzt hier rot. Sie ist rot, bevor da. Jawohl. Okay. Sieht nicht so Interrogation. Sieht nicht so gut aus. Ich habe einen Checkpoint durchlaufen. Ah, Brainbug. Brainbug. Nieder Brainbug. Die Richtung, die grundsätzliche Richtung war ja richtig. Ich muss den Brainbug nur geschickt hier einmal rüberknüppeln. Okay, der ging eine Spur zu weit. Noch zu weit. Der funktioniert. Zack. Mua. Der Brainbug ihm jetzt ins Gehirn gefurzt. Eine Tür auf, eine Tür zu. Eieiei. Einfach mal ein bisschen Freiräume auch mit denen. Das ist gut zu wissen. Das mit dem Umriss hier, mit dem Blutspritzern, ist ja schon ein bisschen, aber. Okay, aber wo kriege ich jetzt meine Waffe her? Halt. Den muss ich mitnehmen. Holding Cell. Uff. Ich hab die blaue. Ja, Moment. Ich weiß, wo man die blaue einsetzen muss. Das hat zum Glück überhaupt nichts damit zu tun, dass man die ganze Scheißstrecke wieder zurückrennen muss. Ich habe dieses Gefühl, dieses fünfte Level wird ein bisschen anstrengend, weil fürchterlich lang. Halt, ich will meine Kiste mitnehmen. Ohne meine Kiste fühle ich mich ein bisschen nackt. Und jetzt kann ich mich doch bestimmt noch hinter der Kiste verstecken, damit der Onkel mich nicht gleich erschießt. Perfekt. Das hat ja mal gut geklappt. Na? Kann ich mich selber brainbuggen? Das wäre ja scheiße. Zack, hoch. Und jetzt die blaue Karte. Die habe ich nämlich. So ein Zufall. Und weiter geht's. Mit Y nach unten. Death Row Execution Area. Hier also die Leute, die warten. Hier mehr Leute, die warten. Ich denke mal, die werden jetzt mal so ein bisschen. Genau. Randale schieben hier. So wie man es gerne hat von Gefangenen, die man freilässt. Würde bitte gerne geschehen. Keine Ursache. So, macht einfach nur ein bisschen Randale. Das würde mich schon freuen. So, Execution Area. Yay, fiese Mucke. Wieso bin ich jetzt schon wieder tot? Ach, das ist doch Mist. Wo starten wir denn diesmal neu? Na gut. Ist ja nicht so wild, das geht ja noch. So.
zur Death Row. Erstmal die Jungs freilassen. Ihr kommt alle dran, keine Angst. Du und du. Und dein Bruder Ernst August auch. Der Achim hier. Komm alle mit. Ah, die stehen auf einem Gitter. Das ist ja vertrickst. Sonst hätte ich ja direkt gedacht, dass ich die Brain buggen kann. Kann ich natürlich nicht. Na, wenn sie aber einen erstmal in der Mache haben, dann haben sie einen richtig in der Mache. Lustig. Los Jungs, ruf da! Macht ihn platt! Au, 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 au! Sorgt dafür, dass er mich nicht platt macht! Geht mal vor! Geht spielen, Jungs! Ist das Brainbug-Land? Jungs, andere Richtung. Ihr müsst darüber. Genau. Zum einen müsst ihr mich decken und zum anderen müsst ihr die Jungs verhauen. So, was passiert denn hier oben jetzt hübsches? Kriege ich endlich mal wieder eine Waffe? Das ist ja kaum auszuhalten ohne Waffe. Das ist... Da unten ist die Waffe. Da unten ist die Waffe. Warte nun! Komme ich hier irgendwie... Brainbug-technisch durch? So richtig, ne? Ha. Ha. Da kann ich ja auch nicht lang. Ulkig, ulkig, ulkig. Schmeißen wir mal. Mal gucken, was passiert. Ich glaube, da ist nicht viel passiert. Aber wo um Himmels Willen soll ich denn lang? Ich komme ja auch nicht zurück, ist ja das Problem. Also, irgendwie muss es eine Möglichkeit geben. Muss ich einfach nur den Winkel richtig treffen. Ja. Ein Stück zurückgehen. Ja. So, wird da nichts. Wird da nichts draus. Ah, ich denke, ich sollte ihn vielleicht einfach hochfahren, sobald er auf dem Dingsy steht. Dann kann ich ihn brainbuggen und dann geht's richtig rund hier. 3, 2, 1 und Fahrt gewonnen. Sie haben eine Fahrt in unserem Dingsbums gewonnen.
kommt es aufs Timing an. Das ist ja ätzend. Ja! Hab ihn! Hab ihn! Ja, du bist gestoned. War mir schon klar, dass du stoned bist. Und abwärts. Und totwärts. Und durch da. Hallo Jungs. Ihr erkennt mich wahrscheinlich nicht. Ist auch nicht so wichtig. Kardengel. Auf jeden Fall ist jetzt da erstmal alles frei. Muss ich nur schnell sein. Au! Weil sonst der Spinner kommt. Okay. Hier, endlich wieder eine Knarre. Danke. Genau, schön streicheln. Und die Moon dazu. Und jetzt gibt's auf die Fresse. Au. Ich will meinen Fahrstuhl wieder haben. Gib mir meinen Fahrstuhl wieder, Alter. So, Y, grüne Schlüsselkarte. Ich hoffe, ich kann jetzt hier durchgehen. Alles andere wäre nämlich auch sehr anstrengend. So, Typen runterschießen. Ja, 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 komm her. Was du kannst, kann ich nämlich auch. Tölling. Und los. Und die grüne Schlüsselkarte, oh je, mene, mene. Damit muss ich jetzt wieder durch das komplette Gebäude durchrennen. Aber immerhin bin ich jetzt bewaffnet. Ja. Scheiße, was war? So ein Küken mit einer Knarre ist was anderes als ein Küken mit ohne einer Knarre. So, weiter geht's. Safe Point, Safe Point. Sehr schön. Ich nehme mir dann mal eine Kiste mit, weil ich das heute noch gar nicht gemacht habe. In Deckung gehen, weil hier zwei Pinguin-ähnliche stehen. Und dann geht's direkt wieder hoch. Ich und meine Kiste, wir machen dieses Jahr Urlaub auf Balkonien. Du bist dumm. Du bist runtergefallen. Viech. Maximal sind Blätter. Du hast dich mir in den Weg gestellt. Das war auch ziemlich blöd. So, hier durch, da durch und den Kollegen befreit. Weil dann halt Gold ist schon wieder eingesperrt. Hey? Ja? Ob er wohl aufhören kann zu quatschen? Ja, danke. Schöne Knarre. Ja. Will ich aber gerade gar nicht haben. Oh! Eine Zwischensequenz. Bei mir ist gerade der Ton ausgefallen. Was nicht so schön ist. Wir gucken sie uns trotzdem an, weil danach ist eh Kapitel vorbei. Oh je. Schöne Kükenhausen wird doch jetzt wahrscheinlich
von den fiesen Pinguinen überrannt. Okay. Ach, das ist der Bösewicht. Der Sternmann. Okay. Es scheint eine ganze Gruppe von Raketenhühnern zu sein. Tja, das wird wahrscheinlich erklären, warum der Gegenspieler immer noch den Stern trägt. Sie wurden gemeinsam ausgebildet. Ist das nicht eine Story wie aus einem schlechten Rambo-Film? Nichtsdestotrotz, das ist Kapitel 6. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Zockt viel, zockt schön. Und tschüss.